Hallo Leute, und es geht weiter mit Final Fantasy 3. Und langsam kommen wir ins Finale und mal gucken, was jetzt uns hier in dieser komischen Wolke erwartet. Denn da sollen wir hin mit unseren Kriegern, die wieder belebt wurden. Welt der Dunkelheit. Okay. Voll die schöne Musik, obwohl wir angeblich in der Welt der Dunkelheit sind. Ist es jetzt egal, wo wir hier langlaufen? Huch. Muss ich mich erstmal zurechtfinden. Okay. Ich laufe mal einfach. Wenn das nicht neue Gegner sind, dann werde ich die rausschneiden, aber den kennen wir noch nicht. Okay. Wenn wir sie alle kennen, fange ich an, das wieder rauszuschneiden, weil ich denke, das brauchen wir hier nicht mehr. Und der lebt immer noch. Der ist ja nicht gerade schwach. Wo sind wir denn hier, dass die Gegner so stark sind? Halt in der Welt der Dunkelheit. Merkt man, merkt man. Und der lebt immer noch. Okay. Na endlich. Die stecken aber schon hier was ein. Nicht gut. Oder auch gut, weil wir dann gut aufleveln können. So. Ah. Die kennen wir auch noch nicht. Hallo. Wir opfern uns mal. Und wir beschwören mal Shiva. Autsch. Die teilen ganz schön aus. Okay, die sind nicht so stark. Das ist gut. Hoffentlich schafft Shiva das, aber sie gehört nicht zu den stärksten. Ach, das war aber eigentlich ganz gut. Ich glaube, jetzt stirbt er. Ja. Okay, gut. Sehr schön. Ja, eure Stufen dürfen ruhig steigen. Ah, oh, okay, wir kriegen hier am Ende immer eine Kiste. Die Truhe enthielt Schleife, leider ist sie eine Falle. Na ja, klar. Hier kriegt man nichts umsonst. Na dann, auf geht's. Er macht fast auf sich. Das ist immer schlecht. Dann sind die so wahnsinnig schnell. Gut, dass du schnell wie Grammas ist, ist super. Na, geht doch. Super. Hab mal nichts gesagt und einfach nur geguckt, wie er das so macht. Wir schaffen. Jetzt werde ich mich aber schnell nochmal heilen hier. Super. Ihr macht das, Leute. Ihr macht das. Schnell zurück. Da vorne ist dieser komische Teleporter. Rauf mit dir. Dann haben wir ja die rechte Seite schon gemacht. Huch. Oh, hier wollte ich gar nicht hin. Die Dunkelheit wird die Welt überfluten und sie in die Leere zurückführen.
Aha, wir werden euer klägliches Licht mit größtem Genuss verspeisen. Ich war doch noch gar nicht an den anderen Ecken. Ach, wie blöd. Okay. Bosskampf mit was weiß ich was? Beschwören. Wir beschwören mal Aqua. Greifen an. Und machen Protis auf uns selbst. Das war gut. Das war auch super. Sehr schön. Gut. Haben wir gerade Protis benutzt. Aber ich frage mich immer, ob das Protis so hilft. Ich sehe das, also... Es hat jetzt bei beiden so 1000 abgezogen, aber naja. Ja. Ja. Bitte nicht nochmal auf sie, dankeschön. Unser Rexy. Mal gucken, ob er es schafft. Wir werfen mal so ein Shuri-Dings. Wo ist es denn? Wo ist denn unser Shuri? Shuriken? Obwohl, will ich das? Nee, warte mal. Doch, verteidigen. Du greifst an und du machst mal ganz schnell Vikra auf Refia. Na, kriegen wir ihn hin? Ah! Ja, war klar. Scheiße. Scheiße. Moment, du bist doch gar nicht... Das wollte ich gar nicht. Du machst mal eine Phönixfeder, bitte. Du nimmst mal bitte ganz schnell eine Heilportion. Bitte nicht auf Arc, bitte nicht. Ja, es ist immer dieselbe Scheiße. Oh, wie ich es hasse. Oh, wie ich es hasse. Und der lebt immer noch. Menno. Mann. Ich will nicht sterben. Ich bin dran. Ich bin dran. Er macht ihn bestimmt jetzt wieder tot. So, ich brauche jetzt ganz schnell mal ein Elixier. Dafür haben wir die nämlich. So. Und du beschwörst mal ganz schnell hier nochmal den... Kann ich nicht? Kannst du nicht. Dann nimmst du bitte auch ein Elixier. Und du greifst an. Und du machst Vikra auf Refia. Top. Viel besser. Ja, ja, das hast du dir so gedacht, du Scheißdrache, du. Das krieg ich hin, das krieg ich hin. Ist immer nur die Schwierigkeit, Arc wiederzubeleben. Ach so, weil der ja... Ach so, deswegen kann er nicht. Dann nimm doch mal ein
Echokraut bitte und du greifst wieder an. Na endlich, haben wir ihn. Ach, Gott sei Dank. Supi. Sehr schön. Und alle leben. Ich bin ein Krieger der Dunkelheit. Einer der vier, welche die Flut des Lichts vor 1000 Jahren aufhielten. Ich werde euch helfen. Die vier Kristalle des Windes, des Feuers, des Wassers und der Erde halten das Gleichgewicht zwischen Licht und Dunkel aufrecht. Als Xande den Fluss der Zeit unterbrach, wurde das Licht von zweien dieser Kristalle versiegelt. Und so gerieten Licht und Dunkelheit aus dem Gleichgewicht. Und gebaren die Wolke der Dunkelheit, ein Phänomen, dessen Bestreben es ist, die Welt der Leere zuzuführen. Die Wolke der Dunkelheit versuchte, die verbleibenden zwei Kristalle, die sich auf dem schwebenden Kontinent befinden, zu versiegeln. Sie ließ die Erde beben, was den schwebenden Kontinent beinahe zur Oberflächenwelt zog. Die Wolke der Dunkelheit hat große Macht, doch wenn wir unsere Kräfte des Lichts und der Dunkelheit vereinen, werden wir siegen. Okay. Wo gehe ich jetzt hin? Ich gehe nochmal zurück. Ich hau ab. Ich weiß überhaupt nicht, wo ich hin soll. Ich laufe jetzt nochmal hier zu den anderen. Ich war ja hier noch gar nicht fertig, oder doch? Ich check's gerade nicht. Ich glaube, ich muss nochmal... Es war so ein anderer Portalkreis hier. Geh mal hin da. Ist der jetzt... Kann ich hier irgendwas machen? Also habe ich ihn jetzt befreit und so, oder der bleibt jetzt hier einfach stehen, oder? Okay. Gut. Dann war es ja richtig, dass ich zurücklaufe. Okay. Habe ich gemacht. War auch nicht so einfach. Gebe ich zu. Der Drache war doof. So, ich habe ja gesagt, ich schneide die Sachen raus, wenn das Kämpfe sind, die sich wiederholen. Ich will jetzt eigentlich nur zurück zu diesem anderen Teleporter, wo wir eigentlich herkommen. Das sind ja schon wieder lange Wege hier. Naja, gut. Okay. Wieder einer besiegt. Sind wir jetzt gleich endlich zurück? Hier kommen wir her. Alles klar. Ich hoffe, dass es mit dem Kristall jetzt alles fertig ist. Nicht, dass ich nochmal wieder zurück muss. Da will ich nicht zurück. Laufen wir mal hier lang. Dann haben wir rechts, dann haben wir jetzt links und dann noch die unteren beiden oder so. Huch. Voll neblig hier. Das macht mich unsicher. Okay. Da bin ich wieder. Hier rüber. Hier ist die Kiste. Truhe enthielt Schleife, leider ist sie eine Falle, war ja klar. Jetzt kommt bestimmt wieder so ein komischer Arsch. Genau, sag ich doch. Ja, dann beschwör mal gleich einen guten. Nehmen wir mal wieder Aqua. Angriff. Und du musst dich, glaube ich, mal ganz schnell heilen. So, jetzt ist er dran. Er macht erstmal Hast auf sich. Und greift an. Ist er nochmal? Nö. Ich bin wieder, alles klar. Dann mache ich das auch. Ach, da ist er schon weg. Okay. Gut gemacht, Leute. Und unsere Berufsstufen steigen und steigen und steigen. So soll's sein. Kannst du mal laufen, bitte? Danke.
So. Ich glaube, wir müssen hier rüber. Genau, hier ist nämlich wieder der nächste Teleporter. Die Frage ist auch, diese Schleifen, die ich jetzt hier schon zweimal eingesammelt habe, verhindert alle Zustände. Ich weiß nicht, ob das wichtig noch ist. Abwehr 10? Ja, dann nimmst du natürlich die Schleife, ist doch wohl klar. Mhm. 25, 23, du hast sie schon auf. 31. Ja. Dann nehmen wir mal auch die Schleife. Wer weiß, wozu das wichtig ist, dass wir überall diese Schleifen einsammeln. Ah, hier ist der nächste Kristall. Ihr könnt den Fluss der Dunkelheit nicht aufhalten. Dies soll eure letzte Ruhestätte sein. Und wieder jemand, der uns angreift. Ein dreiköpfiger Todeshund. Okay. Kriegst du. Nein, das könnte gefährlich werden. Uh-oh. Refia, meine Liebe, pass bitte auf dich auf. Das war gut. Greif mal an. Ja, wir machen das mal anders. Gibst ihm mal auch gleich was. Du greifst an und du gibst ihr auf jeden Fall mal ein Vitaga. Damit es ihr wieder top geht. Vielleicht stirbt er ja auch vorher. Nö. Gott sei Dank nicht Refia. Gott sei Dank nicht Refia. Glück gehabt. Echt, das war Glück. Kann man nicht anders sagen. Teidige dich mal. Gut, dass es im Verteidigungsmodus ist und die Refia schon wieder hier. So unglaublich. Immer muss die so viel abkriegen. So, jetzt müssen wir ihn doch langsam mal haben, Mensch. Immer noch nicht. Ach, sind die denn so stark, die Schweine? Ja, hast du's dann? So, ich beschwöre jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Antidote. Das gibt's doch nicht. Wie stark ist der denn? Thank you.
Na endlich. Boah, der war jetzt aber auch nicht ohne. So ein doofer Hund. Der war vom Angriff gar nicht so super schwer, aber es hat halt so lang gedauert. Aber dafür kriegen wir auch ordentlich hier was zurück, wie man sieht. Ich bin ein Krieger der Dunkelheit, einer der vier, welche die Flut des Lichts vor 1000 Jahren aufhielten. Ich werde euch helfen. Licht und Dunkelheit ziehen sich an, doch stoßen sie sich auch ab. Sie koexistieren in einem unsicheren Gleichgewicht. Wenn sich Licht und Dunkelheit berühren, heben sie sich gegenseitig auf und an der Stelle, an der sie aufeinander trafen, herrscht die Leere. Das Universum entstand aus der Leere und es wird zur Leere zurückkehren. Allerdings gibt es eine Kraft, die der Leere widerstehen kann. Man nennt sie Hoffnung. Irgendwann einmal wird die Leere die Welt verschlucken, doch die Zeit ist noch nicht gekommen. Die Zeit ist so lange nicht gekommen, wie noch Hoffnung in der Welt des Lichts ist und hier in der Welt der Dunkelheit. Denn solange Hoffnung besteht, wird die Leere in Schach gehalten. Wie wahr, wie wahr. So, den haben wir jetzt geholt. Wie immer ist hier irgendwie nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Schön. Haben wir das auch geschafft? Ne? Genau. Und wieder zurück. Das wollte ich gar nicht. Obwohl, endlich mal gucken, wie weit wir überhaupt sind. Stufe 99, wissen wir. Evokateur 47, Ninja 53, Schamane 37. Das ist doch wieder noch besser als vorher. Schön, schön, schön. Auf dem Weg zurück zu den anderen Portalen. Moment. Jetzt geht's. Gehen wir mal nach links diesmal. Links unten und dann nach rechts unten. Was für ein Aufwand hier. Ich gehe nach rechts. Und hier in die Mitte einfach mal. Keine Ahnung, was hier kommt. Laufe ich hier doof rum. Klasse. Und wieder zurück. In der Mitte war ich schon. Diesmal laufe ich nach links. Lauf hier rüber. Und weiter geht's im Text hier. Wo bin ich denn hier? Wo bin ich hier? War ich hier nicht schon? Och Mann, oh. Ich will nicht immer im Kreis laufen. Das nervt. Laufe ich jetzt wirklich bis zum Ende? Ganz bis zum Ende. Muss ja wohl irgendwann mal ein Weg angezeigt werden. Toll. In der Mitte ist das Ding. Was ist das denn für ein Vieh? Hatten wir den schon? Ich habe keine Ahnung, ob wir den schon hatten. Hör auf, mir weh zu tun. Warum wollen mir hier alle weh tun? Na, Gott sei Dank. Oh, das spart Energie, Zeit und Kraft. So. Ja, ja, eure Stufen, eure Stufen. Kommen wir jetzt hier mal in die Mitte. Zu dem Ding. Wollt ihr mich veräppeln? Ah, hier. In Tiefschleife, leider ist hier eine Falle. Natürlich ist es eine Falle. Langsam will ich die Truhen überhaupt nicht mehr mit ihren blöden Schleifen. Was soll ich mit diesen Schleifen auch? Das bringt doch gar nichts mehr.
Der hat einen Stab in der Hand und schlägt trotzdem mit seinen Händen zu. Finde ich gut. Stirb endlich. Geht doch. Und ich habe gedacht, ich schaff's in diesem Part mit dem Finale, aber das zieht sich hier ja hin bis zum Brechen. Ich hoffe, es wird im nächsten Part dann ein richtiges Finale geben. Wir werden auf jeden Fall die letzten beiden Kristallmonster noch besiegen müssen und mal gucken, wie es dann aussieht mit der dunklen Wolke und überhaupt. Und ja, bis dann.